Guten Morgen! Wir sind wieder in warm gefüllten, würde ich gerne sagen, aber so warm ist es gar nicht. Es schneit auch hier, aber es sind trotzdem 7 Grad wärmer als ja, gestern. Ne? Wir sind wieder hier zu Hause. Ja, wir drei sind sozusagen nach, die Jenny ist einen Tag später gekommen. Das ist sie, ihr habt ja schon ein Interview mit ihr vielleicht gesehen auf dem Kanal. Wenn nicht, ich verlinke euch auch ihren Kanal nochmal unten, genau wie Kiaras Kanal. Wir sind sozusagen zu dritt auf dieses Festival gegangen. Festival ist es ja eigentlich nicht, ne? Rainbow, nicht so wirklich. Nee, Rainbow Gathering. Ein Familientreffen. Ein Familientreffen, ja. Genau. Ich sage immer Festival, weil ich halt gewohnt bin, bisher zu Festivals zu gehen. Welcome home. Das war das Erste, was uns begegnet ist. Willkommen zu Hause und ja, direkt auch so aufgenommen worden. Wie war euer so erster Eindruck, wo man denn dort das erste Mal in diesem, oder wo das erste Mal dieses Welcome home und die Leute dort, erzählt mal so ein bisschen. Also ich habe mich direkt total, ja, willkommen und aufgenommen und gefühlt und ich habe mich wirklich direkt wohlgefühlt auch, weil die Atmosphäre so und die Ausstrahlung der Leute, das war halt direkt, das war ein bisschen so wie beim Leipziger Potluck. Und ja, das stimmt, ja, die Leute waren alle direkt ganz herzlich und hilfsbereit und haben einen in den Arm genommen und willkommen geheißen. Das war sehr, sehr schön. Also die Gegend, die da ist, das war so ein bisschen höher gelegen, auf Bergen und so. Und die Aussicht war schon mal der Hammer. So von der Natur an sich war man eigentlich, also ich war schon überwältigt von der Natur. Ja, und dass dann die Leute entgegenkamen, dich in den Arm genommen haben, Welcome Home sagen, das war halt so, ach schön, jetzt bin ich angekommen. Ja. Super, also das war so ganz natürlich, ja, wie Jenny auch sagt, so ein Stück weit irgendwie Rohkost-Potluck. Nur noch mal in einer anderen Location, mit vielleicht ein bisschen anderen Menschen, aber im Großen und Ganzen doch sehr ähnlich auch. Ja, man hat sich gleich wohl gefühlt irgendwie. Also man ist da halt gleich angekommen so. Ja. Ja, also genau dieses Feeling Rohkost-Potluck und dort die Menschen, das war wirklich relativ gleich so von der Herzenswärme her, wobei man sagen muss, dass dort so die Spiritualität noch ein bisschen einen größeren Faktor hat, hatte ich den Eindruck. Ja. Beim Rohkost-Potluck geht es viel ums Denken, viel ums Reden, viel um auch Ernährung, aber auch um Politik und um Wirtschaft, und die Spiritualität nimmt da nicht ganz so einen großen Platz ein. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied da gewesen, aber die Herzenswärme ist so da gleich gewesen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber die persönlichen Grenzen der Belastbarkeit war für mich so als körperliche Erfahrung ein unglaublicher so Augenöffner-Effekt, wie sehr ich Sachen ertragen kann. Diese Kälte und dieses auf dieser dünnen Isomatte. Du hast ja dann die dicke Matratze bekommen und ich habe ja auf dieser dünnen Isomatte geschlafen. Und ich hatte ja immer vorher, ihr wisst ja, meine Odyssee mit den ganzen Matratzen und so weiter. Oh, ich will nicht schlafen können und so weiter. Aber das war ja noch das geringste Problem mit dem Schlafen. Und die Kälte, also die Belastbarkeit, die Kälte, was wir da durchgestanden haben, es ist Wahnsinn, ne? Also, ja, oder? Ja, es war echt eisig. Also ich am Ende, ja, war ich auch ganz froh, dass wir uns dazu entschlossen haben zu fahren, weil ich habe es auch echt nicht mehr, ich hätte es nicht mehr länger ausgehalten. Ja. Also ein paar Tage ging es, aber irgendwann wurde es halt zu anstrengend dann mit der Kälte. Ja, ja, ich glaube, mit einer der größten Probleme ist bei der Frau auch, also es war dann wirklich Schnee und der Schnee ging dann auch nicht mehr weg irgendwie. Dass, wenn wir auf Toilette müssen, müssen wir uns quasi untenrum komplett ausziehen. Beim Mann ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist halt ein mega unangenehmes Gefühl und man muss sich jedes Mal herausfordern, so jetzt gehst du auf Toilette. Ja. und dann aber so schnell wie es geht. Genauso wie wenn man halt in der Nacht irgendwie nochmal aus dem Zelt muss und man ist komplett eingemummelt und und ich glaube, das war einer der schlimmsten Sachen von allem, weil so an sich durch die Menschen und durch die Feuers und war das alles easy going. Also für mich war das dann immer so, wie Christian zwar mal gesagt hat, angeblich habe ich immer rumgemeckert und meinte, ich will fahren, und 2 Stunden später war alles happy, die Sonne schien für mich im Herzen. Und die Gemeinschaft hat es dann einfach wieder gefangen sozusagen. Ja, und das Feuer halt, also ohne Feuer, also ich wusste gar nicht, dass ich so auf Feuer und Lagerfeuer und so abfahre, aber es ist total. Na gut, bei den Temperaturen ist glaube ich jeder bei uns auf Lagerfeuer abgefahren. Aber auch die Gemeinschaft, das ist halt der Jakob, den wir da, so ein Mensch, den wir dort kennengelernt haben, der sagte so, meine Droge ist die Gemeinschaft. Und ja, das ist halt wirklich so,
diese Gemeinschaft, die fängt an, egal was du für Probleme hast, ob das körperliche Sachen sind, ob du dich vielleicht mental, ich habe mit jemandem gesprochen, der ist hochdepressiv, also der hat sich schon dreimal versucht umzubringen und der ist hochdepressiv und er sagt, wenn ich beim Rainbow bin, also in diesem Rainbow Gathering, da bin ich befreit von meiner Depression. Und er hat noch die Problematik, dass er halt in diesem Alltag gefangen ist, dass er einen Job hat und dass er da immer wieder zu seinem alten Leben zurückfindet. Mhm. Und dass er noch nicht den Sprung gewagt hat, bei diesen einfach von Rainbow zu Rainbow zu gehen. Die finden ja weltweit statt und es ist möglich, von Rainbow zu Rainbow zu gehen, in der Familie zu bleiben. Er hat gesagt, in den Monaten, das ist ungefähr jetzt bei ihm 3-4 Monate im Jahr, wo er halt bei diesen Rainbow Gatherings ist, hat er sich nicht einmal, hat er überhaupt diese Depression gar nicht gespürt, sondern diese Gemeinschaft, diese Natürlichkeit, das heilt einfach. Und er ist sich über kurz oder lang sicher, dass er das normale Leben aufgibt, weil er ja einfach sich von seinen Depressionen befreien möchte. Und das finde ich halt faszinierend, weil Depression ist so eine der ganz, ganz großen Krankheiten unserer Zeit, die auch so irgendwie so unmöglich ist, die man kaum so fassen kann, weil die halt so im Geiste stattfindet. Da kann man ja ganz schwer was tun. Ich versuche ja auch auf meinem Kanal da ein bisschen Arbeit zu leisten, Ansätze zu liefern für die Menschen, die halt unter starken Depressionen leiden. Aber es ist halt echt total schwer. Das merke ich auch vom Feedback. Ne? Und die Menschen, ne, was wir dort kennengelernt haben, also erzähl mal so, was der Eindruck so, die Vielfältigkeit der Menschen oder ja, das Alter oder was ist dein Eindruck von den Menschen? Ja, also es war schon so, die Leute waren alle sehr unterschiedlich, aber es herrschte überall derselbe Spirit irgendwie, das ja, alle waren sehr offen und herzlich und haben einen halt, wie gesagt, total lieb aufgenommen und wollten halt, ja, immer gerne in der Gemeinschaft mit einem zusammen Zeit verbringen, haben einen zu dem oder Feuer oder in die Kitchen oder so also Kitchen in Anführungszeichen, das, was da als Küche sozusagen war, oder irgendwohin immer eingeladen, dass man halt, ja, gemeinsam die Zeit dort verbringt. Und es waren auch sehr, sehr interessante, kreative Leute dabei. Die meisten haben irgendwie Musik gemacht, irgendwelche Instrumente gespielt, gesungen oder so, haben wir ja die ganze Zeit gemeinsam auch Musik gemacht. Und ja, und ganz kurz nochmal zu dem, was du gerade meintest, das war halt auch gerade der letzte Abend nochmal, als ihr dann schon schlafen gegangen seid und wir dann nochmal in der Runde auch über Thema Träume und so gesprochen haben. Wir haben dann, also die Leute haben auch nochmal einzeln dann über ihre Sachen gesprochen oder Probleme oder wie auch immer. Und wir haben dann halt auch wirklich gemeinsam mal getrauert. Also wir haben nicht nur die ganze Zeit zusammen gesungen oder Spaß gehabt. Es haben auch Leute dann geweint, haben alles rausgelassen und gesagt, dass sie das total toll finden, dass sie das vor anderen auch mal diese Gefühle freilassen können. Gut, dass du das ansprichst. Wir haben uns halt gegenseitig getröstet und in den Arm genommen. Ja. Und das war echt, also ja, es war sehr familiär. Wirklich. Das ist auch die Sache, dass man das nochmal anspricht. Ich habe das auch schon in einem der Videos angesprochen, im Tagebuch, das weiß ich noch. Viele denken, es ist so Hippie und Happy People und alles gut und so weiter. Nein, das ist einfach eine gewisse Natürlichkeit, einfach ein, ja, Natürlichkeit trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Und dazu gehört halt eben auch, dass man halt so auch seine Sachen, die man so aus dem Alltag, aus der Gesellschaft raus, aus dieser Blase dieser Gesellschaft, das muss man schon so fast sagen, diesen ganzen künstlichen Kreisläufen, in denen wir uns bewegen, mit dem ganzen Konsum, das ist ein ganz großer Punkt, der einen immer wieder dazu führt, dass man halt Dinge tut, die man eigentlich gar nicht will. Und ja, und dass da halt eben auch viel, viel verarbeitet werden kann in so einem Camp, bei so einem Rainbow. Weil halt du bist in der Familie, du fühlst wirklich Familie. Und du fühlst nicht Familie, weil du reingeboren wurdest und die Menschen, der Papa und Mama, halt aufgrund ihrer Probleme gar nicht so auf dich eingehen können. Sondern es sind Menschen, die wirklich ein offenes Herz haben, offenes Herz haben und wo du wirklich, ja, ganz, ganz offen sein kannst. Ja. Wo du wirklich, wo du dich komplett fallen lassen kannst. Und das ist halt, das ist so entscheidend. Ja. Ja. Chiara, wie war es für dich, die Menschen und... Ne? Gibt es noch was hinzuzufügen? Was ich auch zusätzlich noch sehr heilsam fand, ist halt, dass wir abends dann einfach frei aus der Lunge Mantras gesungen, gechantet haben. Jeder hat da sein Musikinstrument oder Stimme oder was auch immer nutzen können und sich komplett entfalten, wie halt gerade die Stimmung für sich selbst auch ist. Mhm. Oder es wurde Rücksicht genommen, wenn einem jetzt zum Beispiel kalte Füße man hat, dass man halt die Socken irgendwie da in der Nähe vom Feuer hinhängen konnte oder so Kleinigkeiten halt. Und was ich am allerkrassesten für mich persönlich selber fand, war halt einfach, wo wir dann abends das erste Mal zusammen das Treffen hatten, um gemeinsam zu speisen, und da wurde ein Kreis um Feuer gemacht
Alle haben sich in der Hand genommen, also jeder hat halt zwei verschiedene Hände. Also man stand halt so da und hat so die Hände halt. Und das war für mich unfassbar. Wir haben ganz viel gesungen, auch so bestimmte Lieder. Und, trotz Hagel und Regen. Und wir haben teilweise uns geküsst auf die Wange, auf die Hand. Keine Ahnung, wir sind hin und her geschwankt, wir sind rumgelaufen ums Feuer und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss haben wir uns auf den Fußboden, also erst zum Himmel und dann zum Fußboden uns geneigt. Und ja, jeder hat da so seine Dankbarkeit der Mutter Erde gegeben und auch sich selber vielleicht einfach dabei zu sein. Und und auch für die Ernährung, also die Nahrung, die wir zu uns nehmen durften. Und das war für mich, also ich habe sowas noch nie erlebt. Und das war für mich das allergrößte und wunderschönste Geschenk, was mir je in der Zeit jetzt jemand mir machen konnte. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Es ist unfassbar. Ja. Ich bin für alles und jeden Pups dankbar, ganz ehrlich. Also so jetzt außerhalb von der Festalität. Aber das war nochmal... Das war für mich einer der krassesten Höhepunkte. So. Dankbarkeit. Für mich auch. Ja, ja, also allgemein dort zu sein und ja, die Zeit dort mit den Menschen zu verbringen, auch wenn es jetzt für mich nicht so lang war und am Ende auch echt kalt war, aber es war es alles voll und ganz wert. Also das war echt ja, eine der schönsten Erfahrungen, glaube ich, meines bisherigen Lebens. Ja. Dankbarkeit, das ist ein Punkt, der wirklich mich auch durchströmt hat. Wie kaum ein anderes Gefühl. Ich habe das ja auch in den Videos, die ihr schon gesehen habt, auch thematisiert. Das ist, du bist einfach so dankbar für du dein Blick, der richtet sich auf die wesentlichen Dinge, auf das Essen, auf das Trinken, auf ja, möglichst eine warme Behausung, wenn es denn möglich ist, oder wenigstens ein Feuer. Und du bist so dankbar dafür. Und dann erscheinen dir auch diese Probleme, die du hast, oder Probleme, von denen andere Menschen berichten in deiner unmittelbaren Umgebung, wenn es darum geht, dass der Kollege wieder böse geguckt hat oder dass man das Haus wieder nicht abbezahlen kann, dass man finanzielle Probleme hat oder was auch immer. Das erscheint so lächerlich. Das erscheint so wie so eine Blase. Eine Blase. Auch wenn wir jetzt zurückgekommen sind und ich schaue mir so in die Häuser und die Menschen, die da drin sind, das kommt mir vor wie so eine riesige Blase der Illusion. Das ist alles, was wir aufgebaut haben als Menschen. Unsere ganzen Erwartungen, die wir haben ans Leben, was wir möchten, unsere ganzen Bewertungen, unser richtig und unser falsch, du glaubst an den falschen Gott und das ist die richtige Wirtschaftsform und das, das ist alles so lächerlich. Mhm. Ja, und das hat mich halt so total durchflutet dort. Und diese Dankbarkeit, dann einfach auch was die Mutter Natur uns schenkt, was wir einfach, dass wir einfach Gras essen können, Süßgras essen können, dass wir diese Kräuter, die es gibt, diese verschiedenen Geschmacksnuancen, das ist alles da. Ja, die Bäume, die uns beschützen vor Regen, vor Wind. Ja, das ist, wie gesagt, Dankbarkeit einer der ganz, ganz großen Punkte. Aber eine Sache möchte ich trotzdem noch ansprechen, die ich dadurch auch mitbekommen habe. Und was ich auf jeden Fall in dem Video im Resümee, was das ja sein soll, auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber was ich da auf jeden Fall erwähnen müsste. Mir wurden auch so ein bisschen meine eigenen Defizite aufgezeigt. Ich habe meine eigenen Gedanken, die ich oft habe, wenn ich jemanden sehe und ich habe der erste Gedanke, der einem durch den Kopf kommt. Oder bei Gesprächen, wenn ich merke, wie ich rede und wie der andere redet, der vielleicht schon an einem anderen Punkt ist, ich will nicht sagen weiter, aber auf einer anderen Ebene vielleicht, dass man dann realisiert, wie sehr man noch an gewissen Dingen anhaftet, die man eigentlich gar nicht anhaften möchte. Ja. So, wie weit man noch nicht so drin ist. Und auch, man hat gemerkt, umso länger das ging, mit jedem weiteren Tag, hast du viele Sachen abgebaut von dem, die du eigentlich gar nicht willst. Und ich hätte gern die Erfahrung gemacht, auch mal vielleicht 3 oder 4 Wochen in so einem Rainbow zu sein und dann dort aufzugehen und dann vielleicht dieses Gefühl für sich selbst, was man vielleicht theoretisch hat und was man immer wieder auch hochholen kann in ruhigen Minuten, das einfach mal durchweg zu leben und nicht immer wieder zurückgefangen zu werden von solchen absoluten Nebensächlichkeiten des Denkens. Und bei mir persönlich ist es halt intensiv, auch gerade was bei YouTube angeht, auch die Interaktion bei Facebook und auch per Mails, wenn mir die Leute berichten. Es fängt mich ja auch immer. Ich versuche, wenn die Menschen dann von ihren Problemen berichten, dann auch darauf einzugehen und das zu sagen, aber es fällt halt schon schwer, seine eigenen Probleme und auch die Probleme von anderen dann wirklich noch so ernst nehmen zu können. Und das wurde mir alles so ein bisschen aufgezeigt. Wie war das für euch persönlich so? Wie? Ja, auch ähnlich. Also auch halt der Blick wird aufs Wesentliche gelenkt, auf die wichtigen Sachen.
Nahrung, Toilette oder sowas. Toilette, ja, auch ein gewichtiger Punkt, ja. Und ja, ich habe das halt auch selber noch teilweise mit diesem urteilendem Denken, dass ich dann in meinem Kopf irgendwie Sachen habe, wo ich dann denke, hey, warum denke ich jetzt so? Ich kenne die Person doch gar nicht und muss doch gar nicht sein jetzt, diese Gedanken, wo kommen die denn her? Das, ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass je länger ich da war, dass das dann auch nachgelassen hat. Also das ist genau wie du gerade sagst, das ist wirklich, ja. Ja, ich glaube, das ist auch oft vielleicht auch noch dieses gesellschaftliche, einbürgerliche Denken, was halt jeder uns infiziert hat als Kind oder die Gesellschaft oder den Medien oder was auch immer. Und dann kommt man dahin und kann eigentlich voll frei von der Leber einfach sein und einfach wirklich sein und nicht sich Gedanken machen, sondern wenn man sieht, oh, Feuer ist alle, geht man in den Wald, holt Feuer so. Und da sagt man nicht, aber warum geht denn der nicht, der ist viel stärker. Nein, man geht selber, weil man möchte selber Feuer haben, man möchte selber warm sein. Und nebenbei bewegt man sich halt auch noch und so. Und weil du denkst gar nicht mehr nach, du machst die Dinge einfach. Ja, genau, man macht einfach nur noch die Dinge und man quatscht da nicht bla bla, sondern man unterhält sich auf anderen Ebenen teilweise halt mit Blicken und vielleicht auch mit Körperkontakt halt oder so halt, keine Ahnung. Also ich hatte auch eine ganz krasse Begegnung am Feuer gehabt halt mit einem Menschen. Also, hast du das mal? Nö. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Muss ja nicht. Aber generell, so Körperlichkeit, das hatte ich mir ein bisschen ja, anders vorgestellt. Man hatte so Vorstellungen so bei Hippies, so freie Liebe und so. Ich dachte, die Leute ja, sind da, was die Körperlichkeit angeht, so auch gerade Sexualität, dass es da intensiver zur Sache geht. Nicht, dass ich das gewollt hätte oder sowas, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen. Aber wahrscheinlich die Kälte hat da... Ich glaube auch, dass das an der Kälte lag. Ja. Und ja... Also war es auch so drücken und kuscheln, war alles so küssen und so, aber dass dann nur die Leute überall rumlagen und miteinander geschlafen haben, das war nun nicht so. Das war halt dann wahrscheinlich dann eher... Oh Gott, nee, die Vorstellung schon, sich auszuziehen. Ja, bei der Kälte, das war wirklich extrem. Ja, nö. Interessant von begegneten Menschen war auch, dass ich mit einem Bauern geredet habe, der über die bäuerliche Landwirtschaft dort geredet hat und dann ja auch mal einen anderen Blick auf die Landwirtschaft bekommen habe. Weil ich häufig auch kritisch berichte über die Landwirtschaft, über die Bauern, über die biologische Landwirtschaft. War auch, aber werde ich vielleicht in einem anderen Video machen, das würde jetzt zu weit führen. Waren auf jeden Fall interessante Menschen, auch Menschen dabei, die aus dem Umland dort waren, die davon gehört haben und dann einfach dahin gekommen sind, insbesondere die Bauern. Da immer war ja der Osterhase da. Ja, das war voll schön. Die Bauern sind da auch wie kleine Engel halt so. Wie alles andere, ob das der Vogel oder ein Baum ist oder die Zelte oder was auch immer, die Menschen. Jeder ist halt sein Geschenk für sich und wenn man weiß, wie man ein Geschenk auspackt, anschaut, greifen kann, dann ist eigentlich alles, egal was, also jede Materie, jede Energie ist ein Geschenk. So, man muss offen dafür sein, mit einem offenen Herzen rumlaufen und einfach Ja sagen. Aufhören ja zu bewerten. Leben. Genau. Ja, auch zu Schmerz zu sagen, weil durch Schmerz kann man halt echt reifen und wachsen und so. Nicht immer abblocken und sagen, nee, ich will jetzt hier keine Schmerzen, mir ist kalt jetzt. Nee, sondern einfach mal wirklich, ey, cool, danke, mir ist jetzt kalt. Ich darf es erleben, dass mir kalt ist zum Beispiel. Ja? Das hört sich total... Ja, das hört sich schon ein bisschen zu tough an. Also, ich würde so weit gehen zu sagen, okay, dass man die Kälte einfach als Kälte annehmen kann. Aber da jetzt da so dankbar, denn, also ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch die Richtung, aber nee, also und ich bin auch nicht so weit. Es kann also, sein, also ich habe nicht gesagt, danke für die Kälte. Ich habe gesagt, okay, also ich habe versucht gar nicht zu denken, dass es kalt ist, sondern es war einfach kalt. Es war kalt und das war kalt. Und da gibt es nichts zu sagen, es war einfach kalt. Also ich bin mit Lauftonschuhen dahin gekommen und wir mussten einen Tag später, wo wir die Jenny abgeholt haben, meinte ich, wir müssen auf jeden Fall für mich ordentliche Schuhe holen. Mhm. Und die habe ich mir jetzt geholt und seitdem war für mich dann so gut wie alles erstmal geritzt so. Weil sonst, das wäre gar nicht gegangen. Das war ja da auch ständig feucht, das hohe Gras und so. Und also man muss schon seinen Wohlfühlfaktor für sich selber auch auf jeden Fall finden. Wie zum Beispiel, man hat halt 1000 Schichten an. Und wenn man 1000 Schichten mit hat. Genau, wenn man 1000 Schichten mit hat. Oder man hat halt so einen coolen Selfback, wenn man dann Zuschuss damit halt... Verlinke ich euch unten. Ja, das ist voll gut halt. Ja. Aber Schuhe und Kopf und eigentlich auch vielleicht Hände sind halt echt wichtig, die warm sein müssen. Sonst fühlt man sich selbst
in sich selber auch gar nicht vielleicht so wohl, ne? Das war bei mir auch der Punkt mit den Schuhen, wo ich am Ende selber dann auch gesagt habe, ja, das war, meine Füße wurden nicht mehr trocken, die waren nur feucht. Und bei Minusgraden ist das halt einfach nur, wenn du vereiste Zehen hast, wenn sie taub sind, irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagst, nee. Das ist dann wirklich so eine Wohlfühlzone, wie Chiara schon sagt, ja. Ja, die haben wir dann einfach. Und da bin ich doch, sage ich dann auch einfach, nee, man hat ja die Möglichkeit. Das ist ja das Schöne, wir haben das Leid freiwillig dort gewählt. Ne? Und dadurch ja. kannst du die Erfahrung machen, bis zu dem Punkt, wo du bereit bist zu gehen. Und dann kannst du halt immer sagen, okay, wir steigen das Auto, fahren wieder nach Hause. Das ist ein unglaublicher Luxus, den wir da haben. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig für die Menschen auch, dieses freiwillige Leid auch zu wählen. Und ja, um halt eben diese Erfahrung zu machen und nicht nur davon zu reden. Ja, viele reden vor ihrem Computer und schreiben kluge Kommentare und ja. Und da kommt die Blase mit der Illusion wieder. Ja, da kommt das genau in der Gesellschaft. Da sitzen in ihrem Rechner und kritisieren andere Leute über irgendwelche Rechte nicht richtig und bla 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 bla. Aber letztlich, jeder sollte mal raus in den Wald gehen und sollte mal erleben, was es bedeutet, in der Natur zu leben. Und ich denke, dann trifft man sich auch auf einer Ebene, wo man normal miteinander kommunizieren kann und nicht über einen Rechner und mit irgendwelchen illusionären Gedanken, die man dann hat, aber egal. So. Ja, also alles in allem war es eine interessante Erfahrung für uns alle. Ja, wunderschöne Erfahrung auch. Mit die Gemeinschaft, ja. Gemeinschaft und die Natur sind, glaube ich, die beiden Punkte. Ja. Auch diese Freiwilligkeit des Gebens. Du hast am Ende noch deine Isomatte noch verschenkt. Wir haben noch Lebensmittel verschenkt. Wenn jemand irgendwas gebraucht hat, genau, diese Decke. Wenn jemand was gebraucht hat, ein anderer hat etwas geschenkt, wir haben was geteilt. Es war einfach Gemeinschaft. Du hast nicht in, das ist meins. So, nee. Wenn jemand was gebraucht, genau, teilen. Wenn jemand was gebraucht hat, was geben. Freiwilligkeit. Wir haben alles geteilt, immer. Ja. Und wenn es nur eine Tüte Nüsse war, es wurde alles rumgegeben. Alles wurde rumgegeben, wo im Kreis war, jemand hat was gehabt, wurde alles rumgegeben, hat keiner so sein Zeug rausgeholt und das dann gegessen. Und alles wird rumgegeben. Mhm. Ne? Und ja. wenn du das halt nicht gewollt hast, hast du es halt einfach weitergegeben. Ne? Und boah, wie gesagt, das ist einfach wunderbar. Und ich sag einfach mal, das wird nicht unser letztes Rainbow gewesen sein, oder? Die Familie ja. wieder besuchen gehen. Ja, wir gehen auf jeden Fall dahin. Und ich kann euch da nur euch einladen, dazu mal zu schauen, da vorbeizuschauen, ob das was für euch ist. Und es ist echt eine total tolle Erfahrung. Jetzt mach mal ein großes Herz, ich krieg das nicht allein hin. Ja, ich habe hier meinen Stichpunktzettel auf der einen Hand und die Kamera auf der anderen Hand. Ich warte, so. Ja, jetzt funktioniert. Gut, okay, dann verabschieden wir uns. Dann macht's gut. Tschüssi. Tschüss.